und herzlich willkommen zu einem weiteren Cube Audio Tonstudio Podcast. Ich bin Alex. Ich bin Götz. Und das ist Jürgen, unser Studiomikrofon. Erstmal vielen Dank für eure ganzen Zuschriften, die wir jetzt in letzter Zeit bekommen haben. Wir haben leider nicht immer Zeit, euch allen zu antworten. Wir schreiben aber fleißig eure Themenwünsche auf, wenn Sie mal schauen möchten. Und wir sind immer noch daran interessiert, dass ihr uns Themenvorschläge oder auch einfach Fragen schickt, die wir dann hier mal behandeln können. Und damit fangen wir auch heute an. Genau. Haben wir einen Weihnachtswunsch bekommen von... Der Blick geht wieder nach unten. Zur Brünette. Bene 2001, wer immer das auch sein mag, eine furchtbar nette Person, die im iTunes Music Store uns 5 Punkte gegeben hat. Als Bewertung für unseren Podcast. Danke dafür. Von 100 möglichen Punkten. Von 100 möglichen Punkten. Und hier von uns den Weihnachtswunsch erfüllt bekommt, dass wir ein bisschen über das Aufnehmen von Akustikgitarren sprechen werden. Wahnsinn. Jo, fangen wir auch gleich mal an. Richtig. Was ist das Allerwichtigste, was wir auch letztes Mal in der Gitarrenfolge schon angedeutet haben, beim Aufnehmen einer Akustikgitarre auch zu beachten ist? Neue Saiten. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Bei einer Akustikgitarre wichtiger als alles andere, denn da ist immer die Brillanz wichtig und ein möglichst sauberer Klang und das kriegt ihr nur mit Saiten hin. Und wir empfehlen jetzt ausnahmsweise mal eine Marke und eine Firma. Ich sage es nicht, ihr könnt es selber lesen, was es ist. Hoffentlich kann man es lesen. Es sind sehr gute Saiten. Es sind sehr gute Saiten. Das sind also beschichtete Saiten, die nicht altern. Da könnt ihr also locker mal 2, 3, 4 Tage mit aufnehmen und ihr habt trotzdem einen relativ gleichbleibenden, wirklich super brillanten Sound. Und diese Investition lohnt sich wirklich. Wir fahren jetzt in die Karibik, weil wir richtig viel Geld von der Firma gekriegt haben. Nein, ist jetzt gelogen. Schade, okay. Schade, dass es gelogen ist. Ja. Der zweite Punkt ist der Tonabnehmer. Viele Akustikgitarren haben einen eingebauten Tonabnehmer. Alex, nimmt man den? Nee, aus Erfahrung eher nicht. Sondern man verwendet natürlich ein Mikrofon. Auf alle Fälle muss es ein Kondensatormikrofon sein, weil die einfach die Brillanz, die dann diese Saiten bzw. die Gitarre erzeugen, auf jeden Fall besser einfangen können als ein dynamisches Mikrofon. Und ob es jetzt ein Großmembran oder ein Kleinmembran oder ob es jetzt von der einen Firma oder von der anderen Firma ist, ist immer eine Abstimmungssache. Also man muss auf jeden Fall ausprobieren. Und wie wir ausprobieren, das wollen wir euch jetzt mal zeigen. Ja, wir machen nichts anderes als Kopfhörer aufsetzen, Mikrofon, Gitarre spielen und dann mal mit dem Mikrofon die Gitarre abfahren und einfach wirklich mal hören, wo klingt die Gitarre denn wie. Ja, denn jede Gitarre klingt anders. Selbst Gitarren vom gleichen Hersteller, der gleichen Marke, der gleichen Baureihe klingen alle immer ein bisschen unterschiedlich. Und das wollen wir jetzt mal virtuell mit euch machen. Viel Spaß! Jetzt haben wir also gehört, wie eine Gitarre an verschiedenen Positionen klingen kann. Und jetzt kriegt ihr von uns erstmal 3 Tipps mit auf den Weg, wie wir so ganz grob an so ein Gitarrenrecording rangehen, welche Positionen wir verwenden für ein Gitarrenrecording. Also zuallererst könnt ihr euch ja vorstellen, bei dem, was ihr gerade gehört habt, dass man so ein Mikrofon nicht direkt vor das Schallloch hängt, was man als allererstes vermuten könnte. Nee, da ist es viel zu bassig. Also da lieber nicht. Da kommt also viel zu viel Gewummere von der Gitarre durch. Das ist nicht ausgewogen. Wir beginnen meist wo, Götz? Position 1, um mal auszuprobieren, ist mit dem Mikrofon auf diesen Bereich hier zu zielen. Da hat man meistens sehr viel schöne Brillanz von den Saiten.
Und meistens auch einen relativ ausgewogenen Sound. Das ist also Position 1, einfach mal so in diesem Bereich mit dem Mikrofon probieren. Genau, Position 2 ist sozusagen senkrecht von oben hier so gegen den Korpus. Kriegt man auf jeden Fall eine ganze Menge Anschlagsgeräusche auch mit. Ist also ganz schön für rhythmische Teile, die man halt für das Recording ganz gut gebrauchen kann. Und klingt auch meistens sehr ausgewogen, weil die Gitarrenbauer ja auch wissen, hey, hier oben hört der Gitarrist. Wir passen den Sound also so an, dass es sich hier vernünftig anhört. Der Nachteil ist, man ist mit dem Mikrofon meistens dem Gitarristen irgendwie vor der Nase und kann dann eventuell ein paar Atemgeräusche drauf haben. Ja, und die dritte Position ist von schräg unten. Nicht aufs Schallloch zielen, sondern eher so in diesen Bereich hier unten. Und das ist eher so die klassische Recording-Position. Ja, und das sind eigentlich so drei ganz gute Startpositionen, wo man einfach wirklich mal ausprobieren kann. Das ganze Jahr arbeiten wir natürlich für die Gewinnmaximierung der kapitalistischen Ausbeuterklasse, aber wir haben uns gedacht, weil Weihnachten ist, tun wir mal was Gutes und wir haben ein richtig schickes Weihnachtspaket geschnürt und das werden wir jetzt am Ende dieses Podcastes, Castes, schwieriges Wort, an euch verlosen. Wir gucken jetzt schon mal schnell rein, was drin ist für euch. Als allererstes gibt es ein paar wunderschöne, leckere, von uns eigenhändig vorgewärmte Lebkuchenherzen. Die sind wirklich gut. Super. Und jetzt nicht irgendwie ein Billighersteller, irgendwie wie toll im Preis, schlecht im Geschmack oder sowas, sondern richtig nobel. Genau. Von mir auch ganz liebevoll eben gerade auf den Boden geschmissen. Ja. Als zweites gibt es von der Firma Sound & Vision, die hier in Göttingen ein Ladengeschäft hat, einen 20-Euro Warengutschein. Das ist also ein Laden, in dem man Gitarrenseiten kaufen kann, Gitarren kaufen kann. 20 Euro hat die Firma locker gemacht, extra für euch. Wenn ihr nicht aus Göttingen kommt, könnt ihr da selbstverständlich auch per Telefon bestellen. Wir blenden euch jetzt mal den Link zu der Website von Sound & Vision ein. Checkt das mal aus, das ist ein richtig klasse Laden hier in Göttingen. Das ist Nummer 3. Und zwar ist das schon richtig geil. Und zwar ist das unsere Musica Cthulhiana Horror Ambient CD, produziert von uns beiden werten Herren. Ist also wunderbar im Hintergrund laufen zu lassen und ist zum Gruseln 1A geeignet. Hier gibt's auch noch einen Link. Schaut euch das mal an, wenn ihr euch für Horrormusik oder auch wenn ihr euch für Rollenspiele oder sowas interessiert. Da gibt's auch ein paar MP3s als kostenlose Downloads auf der Seite. Jetzt aber. Jetzt Trommelwirbel bitte. Und zwar ist das diese DVD. Die, was ist genau jetzt? Ein Rohling. Wo? In der Hülle. Ist nichts drauf, aber da ist dann was drauf. Und zwar sind das alle bisher erschienenen Keyboard Tonstudio Podcasts. Inklusive. Inklusive. Einem. Einer Studiotour. Wo wir euch mal das Studio zeigen. Und die ist wirklich ganz, 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 ganz exklusiv für euch. Nur für diese eine DVD, Einzelstück gedreht. Das ist also wirklich was ganz klasse. Ganz Unikat. Unikat sozusagen. Ja, wir verlosen das an euch. Und zwar machen wir das ganz einfach. Wir performen gleich für euch 4 bekannte Melodien aus Film und Fernsehen. Dafür brauchen wir auch ein Hilfsmittel. Dieses hier. Und ihr müsst rauskriegen, aus welchen Filmen und aus welchen Fernsehserien diese Melodien sind. Schreibt eure Antworten an podcast@cubeaudio.de und dieses Paket verlosen wir unter allen richtigen Einsendern. Ohne Gewähr, irgendwie alle sind, alle Praktikanten, alle Angehörigen, alle Verwandten, was haben wir noch? Nachbarn. Sind vom Dings ausgenommen. Also dieser ganze rechtliche Bla und genau. Mehr. Wir verlosen das. Schreibt uns also die Antworten an podcast@cubeaudio.de. Jetzt gucke ich nochmal auf diesen dämlichen Zettel. Eine ganz wichtige Sache noch zum Schluss. Wir machen ein bisschen Weihnachtsfilm. Das heißt, nächste Woche gibt es nochmal eine Folge. Nächste Woche lösen wir natürlich auch auf, wer gewonnen hat. Und dann gehen wir ein paar Wochen in Weihnachtsferien. Aber keine Angst, wir haben trotzdem dann in unserem Podcast noch ein kleines Schmankerl für euch. Bleibt also gespannt. Wir sehen uns aber erstmal nach dem Abspann wieder. Viel Spaß und viel Vergnügen. Und auch viel Glück. Ha ha ha!
Bye.